Hey Leute, dieser Moment, wenn man im Auto einfach 41 Grad hat. 41 Grad, Mann. Mein Auto steht komplett in der Sonne. Hallo erstmal. Ich fahre jetzt nach Hause und ich habe jetzt endlich Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Also ich stehe richtig schlecht gerade, ihr Lieben. Und ich weiß nicht, ob jemand von meinen Kollegen vorbeiläuft und sieht, dass ich mit meinem Handy rede. Aber geiler Himmel, oder? Mega blau. Also ihr Lieben, ich melde mich später eventuell bei euch, bestimmt. Bis dann, ciao. Hey Leute, na, alles klar bei euch? Ey, ich musste das jetzt posten mit dem extra Beitrag, also vom RTL extra. Mir fehlen die Worte, ich bin sprachlos. Für mehr Realität bei Instagram, so sehe ich aktuell aus. Müde, ungeschminkt, etwas platt. Heute Morgen sah ich richtig schlimm aus. Ich erzähle jetzt gleich weiter was zu dem Thema, aber ihr wisst ja, ich springe gerne und her auf das Thema an. Sollte heißen, was die Themen angeht, springe ich ja gerne mal hin und her. Also auf jeden Fall, ich habe endlich meine Fingernagelfarbe drauf. Nur der Fingernagel, der sieht richtig schlimm aus, weil ich muss natürlich mal irgendwo wieder hängen bleiben mit meinem Finger. Also genau genommen, ich bin ins Auto gestiegen und plötzlich merke ich so einen extremen Schmerz, wo ich an dem Abend zur Freundin gefahren bin zum Feiern. Oh Mann, richtig schlimm, so eine Scheiße, Mann. Meine Motivation, was in der Wohnung zu machen, ist total im Keller, den ganzen Tag schon. Ich bin nur am Handy und am Fernsehen. Alles, was zählt, GZSZ, am Handy die ganze Zeit am Chillen, jetzt extra RTL extra habe ich mir angeguckt. Wir wieder beim Thema, bevor ich euch davon erzähle, was ich davon halte, und ich werde auch eure Meinung fragen und die meisten werden mir hoffentlich recht geben, dass das absolut nicht geht, was ich gerade in extra gesehen habe. Das ist so bescheuert und... Also ganz kurz, ich habe mir heute tatsächlich Make-up drauf gemacht. Man sieht es nicht, weil es hat ja Make-up so Ansicht. Ich habe so ein bisschen Ansicht. Ich habe so ein bisschen so eine Textur genommen und hier verteilt und da verteilt, weil... Naja, auf jeden Fall, gestern habe ich meine blaue Mascara, die ich vom Wochenende noch drauf hatte, total stark abgeschminkt. Und ich habe irgendwie solche Scheißpads, die schmeiße ich jetzt bald weg. Die sind so ein Schrott. Das hat die Augen total gerötet, ey. Das sah schlimm aus heute Morgen. Ich werde mir jetzt bald bei Amazon das Micellen Garnier Micellen Reinigungswasser All-in-One oder wie das heißt. Oder All-in-Eins, All-in-One wahrscheinlich. Das werde ich mir holen. Hashtag Werbung. Nein, Quatsch, ich bin ja kein Influencer. Eigentlich, Leute, wollte ich mit euch über ein ganz anderes Thema reden, beziehungsweise euch über ein anderes Thema erzählen. Aber extra, der Beitrag heute, der hat mich so sprachlos gemacht. Also, ihr habt ja gesehen, was ich gepostet habe. Ich erkläre es gleich nochmal kurz. Also, ich habe vorhin einen Extrakt gesehen, dass es tatsächlich Banden gibt, illegale Banden, die sich darauf spezialisiert haben, Führerschein Neulingen bzw. hauptsächlich Leuten, die kein Deutsch können. Ja, dieser Moment, wenn man kurz warten muss, weil die Story wieder hochlädt und ich nicht weiß, wann sie mal wieder hochlädt, weil mein Speicher wieder mega voll ist, egal. Also, wo war ich stehen geblieben? Die versuchen, Führerschein Neulingen, hauptsächlich eben wirklich Bürgern, die unsere deutsche Sprache nicht mächtig sind, und keinen Plan von Theorie haben und nicht wissen, was sie ankreuzen,
zu helfen, in Anführungsstrichen helfen. Also die betrügen eiskalt mit, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also mit dem Wissen, dass sie Leute auf die Straße lassen, die keinen Plan haben vom Autofahren, die die ganzen Verkehrsregeln nicht kennen und die lassen sie auf die Straße los und die den Führerschein bestehen. Es ist ein Unterschied, wenn man mal eine Verkehrssünde begeht, aber den Führerschein sich hart erlernt hat und auch hart dafür was getan hat, richtig gefahren ist und auch die Theorie richtig bestanden hat. Ich bin auch nicht immer die vorbildlichste Fahrerin, aber es geht ums Prinzip. Ich habe mir meinen Führerschein nicht erschlichen, nicht erkauft und schon gar nicht betrogen. Das ist alles hier im Köpfchen. Ich hoffe natürlich sehr, dass jeder einzelne meiner Follower und die meisten Menschen auf den Straßen doch nicht im Lotto gewonnen haben, den Führerschein, wie man es so oft sagt. Das denkt man ja bei einigen, wie die Auto fahren, aber die wirklich damals den richtig bestanden haben, ohne einen Betrug zu begehen. Ich bin trotzdem mega sprachlos, was ich heute gesehen habe. Das hätte ich niemals gedacht und es ist wohl eine Dunkelziffer, wenn ich, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, ich habe 150.000 verstanden. Dass 150.000 den Führerschein bestehen, ohne einen Plan zu. Es doch 1500. Ich möchte, wie gesagt, nichts Falsches sagen, aber es sind einfach eindeutig zu viel. Und wenn es auch nur 20 wären, aber es soll wohl eine richtig schlimme Dunkelziffer sein und es ist sehr beunruhigend. Ich werde morgen vielleicht mit einem anderen Gefühl Auto fahren. Ja, ist auf jeden Fall echt heftig. Aber was soll man dazu sagen? Also im Beitrag kam vor, die haben Kameras installiert, in der Kleidung, so ganz kleine Mini- Wie heißt es? Ich glaube, so Mini, der Kopfhörer kann man nicht sagen. Ja, so ein Ohrstöpsel mit so einem Hightech-Gerät ausgestattet. Also irgendwie Hörgerät, so ein Mini-Hörgerät, wo man was ins Ohr sprechen kann und dann Kameras. Auf jeden Fall sehr beunruhigend und erschreckend. Ich habe jetzt mal ein bisschen Filter ausprobiert, so Just for Fun, Langeweile lebt und so. Ich muss mal wieder die Snapchat-Filter machen, die ich anfangs immer so witzigerweise ausprobiert habe, wo die Stimme so verändert wird, so piepsigisch. Ja, also ich mache jetzt die Umfrage. Wer von euch findet das auch schrecklich, dass sowas absolut nicht geht, diese Betrugmafia, dass man die stoppen muss? Weil ich meine, wir sind ja alle dann auf den deutschen Straßen gefährdet, wenn solche irre Auto fahren. Ich sag mal so, ob die Menschen irre sind, weiß ich nicht. Aber wenn einfach Menschen, die keinen Plan haben von dem, was sie tun, Auto fahren, das ist genauso, wenn ein Arzt operiert und er ist gar kein Arzt, der hat sich das erkauft, erschlichen. Es gibt so viele Beispiele, es ist einfach zu heftig. Aber das mit dem Führerschein, das ist echt zu heftig. Ich stelle jetzt die Umfrage, ihr Lieben. Ich bin gespannt, was ihr antwortet. Seid ruhig ehrlich. Wenn ihr der Meinung seid, oh ja, warum nicht so Spionage-Equipment, ja, wenn ich so meinen Führerschein schaffe, why not? Dann klickt ja und sonst nein. Also noch eine Umfrage, dann beende ich die Story, weil wir haben einfach schon wieder kurz vor 12 und ich wollte mal ein bisschen früher schlafen gehen, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ja, und deswegen noch eine Umfrage, ihr Lieben, und dann bin ich wieder weg, weil die Story ist wieder sehr, sehr lang geworden. Also, meine Umfrage an euch ist. Scheiße, oh mein Gott, mir ist sie echt entfallen. Ich habe sie doch gerade im Kopf gehabt, Leute. Tut mir leid. Gleich, aber jetzt gleich. Genau, mich würde es mal interessieren, wer von meinen Followern auch schon mal einen Absturz hatte. Oder sagen wir mal so, sich wegen Alkohol völlig daneben benommen hat. Sei es sich übergeben hat, sei es Filmriss, sei es sonstiges. Ich will auch eigentlich die Story beenden, aber ich muss kurz zu dem Thema was sagen. Ich finde das immer so bescheuert, wenn die Leute sagen, oh, du wirst bald 30, benimm dich doch mal wieder in deinem Alter ansprechen und geh nicht so oft feiern und trink nicht so viel. Leute, mein Leben, ich mach, was ich will, okay? Meine ich speziell euch, ich meine einfach generell diese Leute, die immer meinen zu wissen, was man in welchem Alter tun und lieber lassen soll. Leute, jetzt mal ehrlich, guckt euch das Julchen an, die war auf Malle. Würde ich auch machen, wenn ich das Geld dazu hätte, aber ich muss sparen. Ja, also ich meine ganz ehrlich, leben und leben lassen. Jeder soll doch selber entscheiden, wie er sein Leben zu leben hat. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte am Wochenende mit einer Freundin feiern, tanzen, Spaß haben, flirten, trinken und Spaß haben. Wenn ich irgendwann meinen Traumpartner finde, dann werde ich noch oft genug zu Hause sitzen mit ihm, wenn ich dann Kinder und Familie hoffentlich irgendwann habe. Von daher genieße ich jetzt einfach mein Single-Dasein, als ob ich mir das ausgesucht habe. Nicht wirklich.
Wenn es nach mir ging, dann hätte ich meinen Traumpartner ja schon längst. Aber der lässt auf sich warten. Ich bin extrem wählerisch. Und dann gibt es diese super tollen Männer, die voll Interesse zeigen und dann sich einfach nicht mehr melden. Und zu diesem Thema komme ich morgen. Ey, es ist zum Kotzen. Naja. An denjenigen Follower, der mich gefragt hat, warum ich denn noch Single bin, danke, dass du sowas fragst. Ich vermute mal, dass es nett gemeint war, wieso ich noch Single bin. Weiß ich auch nicht. Kann auch an meiner crazy Art liegen. Damit kommt nicht jedermann klar, aber ist mir egal. Ihr wisst doch, ich bin, wie ich bin. Ich verstell mich für niemanden. Ich ändere mich vor allen Dingen für niemanden, für keinen Mann der Welt ändere ich meine crazy Art und wie ich rede und wie ich mich benehme und wie ich drauf bin. Und meine Stories werde ich auch nicht für ihn aufhören zu machen. So, ihr Lieben, ich beende jetzt mit der letzten Umfrage meine Story, indem ich jetzt euch frage, wem ist schon mal, also wer hat sich schon mal völlig daneben benommen und hat Alkohol getrunken? Jetzt. Ich bin die Erste, die die Frage beantwortet und ich bin ehrlich und ich würde mir wünschen, dass ihr auch ehrlich antwortet. Ich stehe dazu, ich habe mich schon öfters völlig daneben benommen, wo ich getrunken habe, sei es mich übergeben, sei es kaum laufen können, Filmriss. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich stehe dazu, Leute. Jeder macht mal solche Erfahrungen in seinem Leben. Ich bin 29 Jahre alt und ich habe schon recht früh mit Partys angefangen. Ich habe schon recht früh angefangen zu trinken mit 13 Sekt, 14 Alkopops. Ja, ich könnte euch Stories erzählen, aber ich muss jetzt leider die Story beenden, weil sonst wäre die viel zu lang. Wie gesagt, ich will damit irgendwie nicht angeben oder irgendwie sagen, ich bin stolz drauf und ich bin auch schon bestimmt kein Alkino, weil ich mal am Wochenende trinke. Also ihr Lieben, die, wo mich kennen, die wissen, wie ich bin. Und die, wo mich nicht kennen, können denken, was sie wollen. Ihr wisst ja, Wayne interessiert mich nicht. Ist mir echt scheißegal, was andere über mich denken. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht. Träumt gut, schlaft gut, schön. Bis morgen. Ciao.